Hallo ihr Lieben, heute geht es für uns nach Kerpen und zwar wollen wir da zum Nike Store. Da fahren wir viermal im Jahr hin und zwar zu jeder Jahreszeit. Jetzt, der Sommer ist vorbei und mal schauen, was sie da so haben. Carlos möchte da gerne Nike-Schuhe haben, sowie auch eine Nike-Mütze. Mal gucken, ob wir da sowas finden. Und ich hätte gerne auch neue Nike-Schuhe. Allerdings möchte ich diesmal Schuhe, die wirklich ganz weiß sind. Ganz, ganz weiß. Genau, wir nehmen euch mit. Es wird ein Live-Haul. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das genau machen werde, denn da läuft ja auch Musik und deswegen denke ich, dass ich dann halt auch zwischendurch immer wieder mal stoppen werde und dann dazu was sagen werde. Also lasst euch da mal überraschen, aber die Musik kann ich halt nicht drin lassen. Kann ich nicht und darf ich nicht, so. Und entweder ersetze ich diese oder ich rede halt immer zwischendurch mal. Wir gucken einfach mal. So, jetzt fahren wir los. Ja, wir haben gerade geparkt. Es regnet ein wenig. Ich habe meine Brille angezogen. Boah, die Stange geht bis hier, Schatz. Oh mein Gott. Oder erwarten die was anderes? Nee, die wollen alle da rein. Also ach, es ist mega voll. Ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen was einkaufen gehen und kommen dann nochmal. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Also ihr seht, es ist mega voll. Da vorne geht das dann halt so rein und dann stehen die Leute bis hier vorne hin. Und sie haben noch zu, denn die öffnen erst um 10 Uhr. Das heißt, gleich geht es hier auch nochmal flotter, ne? Hat er richtig eingekauft. Ja, wir warten jetzt noch eine Weile. Okay. Bitte sehr. Also ihr habt gesehen, bevor wir, nachdem wir drin waren, haben wir uns die Hände desinfiziert. Da war halt so eine Station. Und genauso ist es dann auch, wenn wir dann rausgehen. Auf der anderen Seite war nämlich genauso eine Station. Und dann war das so, dass pro Person, also jeder musste so eine Einkaufstasche mitnehmen. Und der Mann, der da stand, so viele Taschen, wie es halt dann gab, so viele neue Leute durften dann rein. Genau. Und wir haben dann erstmal mit den ganzen Männersachen angefangen. Das seht ihr jetzt. Wir können ja ganz normal reden, weil ich schneide das ja alles raus. Okay.
An dieser Stelle, die Garderobe, die war leider zu, die war geschlossen und somit konnte Carlos seine Hose nicht anprobieren. Ich finde, das ist, vor allem bei uns, ist das so, dass wir haben es total schwierig irgendwie mit Hosen. Wir müssen diese vorher anziehen, bevor wir diese kaufen, denn oft sitzt die nicht gut oder die passt am Bund oben nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte er diese anziehen und ja. Es war leider zu. Somit habe ich dann auch erst gar nicht für mich dann später nach einer Hose geguckt. Ich habe so ein bisschen geguckt, um es euch zu zeigen, aber eben nicht, um für mich einzukaufen. Denn wie gesagt, ich muss die auf jeden Fall vorher anziehen. Bei Oberteile finde ich das ein wenig anders. Da kaufe ich immer M und dann passt das auch. Bei ihm genauso auch die M. Und bei Schuhe braucht man ja keine Umkleidekabine. Aber bei Hosen brauchen wir das eben schon. Genau. Bei einer kurzen Hose vielleicht... Weiß nicht, vielleicht hätte ich da nicht unbedingt anziehen müssen, aber lange Hose auf jeden Fall. So, jetzt an dieser Stelle, ihr habt gesehen, ich habe schon gesucht wie eine Verrückte nach dieser kurzen Hose. Ihr habt gesehen, da stand 10 Euro dran und oben fetter Schild mit 50%. Ich hätte für diese kurze, schöne Hose nur 5 Euro bezahlt, nur gab es diese leider nur in XL. Ich glaube, ich meine, das war XL und die anderen haben mir leider nicht so zugesagt. Ja, das fand ich eigentlich sehr schade, auch wenn es jetzt, wenn der Sommer vorbei ist, für 5 Euro hätte ich die auf jeden Fall mitgenommen. Die anderen, die lagen da so bei 18 Euro, auch 50%. Also man hätte 9 Euro bezahlt, finde ich auch gut. Ja, das fand ich natürlich schade.
diesen braunen Einteiler, den ihr gerade gesehen habt, den fand ich so mega schön. Ja, hätte ich am liebsten gekauft, aber da ich ja jetzt schwanger bin und das soll ja nicht einfach nur im Kleiderschrank rumhängen, wäre viel zu schade dafür. Aber sowas finde ich halt extrem schön und habe ich bei Nike Store noch nie gesehen. Also es ist wirklich das erste Mal und ich fand das wirklich sehr, sehr hübsch. Da war so eine Puppe, die da am Regal war und die hatte das Stück an und das sah wirklich klasse aus. Dann habt ihr gesehen oder werdet ihr jetzt noch sehen, dass viele oder fast alle Frauenoberteile auf 30% sind. Und dann gehen wir zu den Kinderabteilungen. So, jetzt zeige ich euch die Schuhe. Wir gehen jetzt erstmal zu den Männerabteilungen und dann zur Frauenabteilung. Und eins kann ich euch jetzt schon mal sagen, das ist so, dass es für die Männer keine Rabatte gibt und für die Frauen auf jedem Schuh 30%. Das war schon immer so. Finde ich für uns Frauen einfach genial. 42. Ja. Hier ist mal so schmal gegangen. Hatte euch ja am Anfang vom Video erzählt, dass ich, wenn ich Schuhe kaufen werde, dann werden es auf jeden Fall weiße sein
Und da waren die Schuhe. Diese Schuhe wollte ich unbedingt haben. Die waren richtig schön. Die waren ganz weiß und dann hatten sie halt so ein bisschen grau. Grau ist meine Lieblingsfarbe. Und ich fand einfach diesen Schuh so perfekt gemacht. Also genau so habe ich mir den vorgestellt. Nur war es die 38. Und dann haben wir bei 39 geschaut und bei 40 und leider war da nichts. Fand ich eigentlich so total schade. Dieser Schuh hat 45 Euro gekostet, hätte da noch 30% drauf bekommen, aber leider war dieser ausverkauft. So, wir sitzen wieder im Auto und von uns geht es jetzt nach Hause. Also jetzt beim Rausgehen haben wir gesehen, dass die Schlange noch mal viel länger ist und das war schon eine gute Idee, sehr früh zu kommen. Ja, manche Sachen waren gut im Angebot, wie jetzt halt die kurze Hose, 5 Euro fand ich mega gut, leider nur nicht in meiner Größe. Ich finde generell, für Frauen gibt es bessere Angebote als wie für Männer. Doch, ne? Ist echt Ja. alles teurer, ne? Ja, alles Wenig teurer. Angebot und auch so ist nicht alles so, eher so sportliche Sachen, also wirklich für Ja. Laufen und sowas. Na, die hat noch ein paar Pullis da und Ja, so. aber Ja, ich werde das Video jetzt hier für Frauen beenden. ist Ich hoffe, es gut. hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Tschüss.